Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mytest, wo wir jetzt zu Fuß einen riesigen langen Weg zurücklegen werden. In der Hoffnung, dass wir zu Gebieten kommen, wo wir noch vorher noch nie, wo vorher noch nie eine Menschenseele war. Wenn wir zwar trotzdem ein Stück gelaufen müssen, weil nahe des Spawns ist wahrscheinlich alles erforscht, so. Ich meine, jetzt da sieht man ja schon wieder, dass da gebaut wurde. Wir werden also trotzdem ein Stück laufen dürfen. Oh, mit der Blätter. Lol. Da hat sich wohl jemand mit Blättern hochgebaut. Sehr realistisch. Ha! Matrix kaputt gemacht. So. Ja, dann ist wieder ein riesiger Cliff. Aber es sieht so aus, als wenn wir da entlang könnten. Müssen aber auch jetzt übers Wasser. Zumindest ist das übers Wasser am einfachsten. Ich gehe mal da bei der Sandfläche an Land. Oder da. Ah, oh, ist auch gut aus. Oh, guck mal, okay, man kann ja doch lang fahren. Ich dachte schon, da kann man nicht durchfahren durch die Dinger. Ich finde es immer lustig, wenn mehrere Wasser-Soundfiles mit einmal wiedergegeben werden. Das klingt dann immer sehr abgespaced. So, erstmal hier obligatorisch Nahrung. Was ist hier passiert? Ich habe doch nur ein paar Blaubeeren gegessen. Ich wusste doch nicht, dass es dabei wieder alles eskaliert. Oha, hier sieht aber auch ganz schön abgefuckt aus. Also zumindest was so die Langlaufmöglichkeiten angeht. Da hat sich auch schon jemand hochgebaut. Okay. Tja, bin ich mal echt gespannt, wann wir zu Gebiet kommen. Ah, oh, schon wird's dunkel, ne? Wann wir zu Gebiet kommen, wo noch keiner war. Oh mein Gott, Alter, was sind das für Berge? Ach du Scheiße, wir kommen gar nicht weiter. Ne, wir müssen unten wieder aufs Wasser. Na super, hat sich ja voll gelohnt hier der Aufstieg. So, können wir hier irgendwie runter? Nee, ne? Ah, gute Frage. Wie sieht's hier hinten? Ja, doch, hier hinten sieht's machbar aus. Ja, hier geht's wunderbar. Dort ist er ein bisschen tiefer, ne? Ach, ich spring einfach darin. Ah, nee. Aua. Ich wollte hier nicht in die Rinde reinspringen, aber da war ich nicht schnell genug. So, jetzt brauchen wir doch schon Fackeln hier, ey. Licht. Ich werde Licht. Da oben waren wir gerade. Alter. Also das schon wieder für Bergformationen hier. Ist ja menschenfeindlich hier. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass hier kaum jemand war, steigt gerade um mindestens 300%. Und wir sollten uns auch mal irgendwo so einen safen Ort suchen, wo wir mal pennen können. MCX 707. Denn es wird hier ganz schön dunkel. Aber alle kommen und gehen direkt wieder. Was ist denn los hier? Ist mein Server so scheiße? Der Spawn sieht doch schön aus. Also siehst du, den Spawn könnte ich euch auch mal wieder zeigen. Ne? Da hat sich viel geändert in letzter Zeit. Also vor allen Dingen, was die Bahnanlage angeht. Die sieht jetzt richtig, also noch geiler aus als davor. Komm, wir gehen mal da hoch und suchen uns dann mal Platz zum Schlafen oder so. So. Gut. Jetzt ist aber dunkel hier in Berlin. Aber umso besser kann man schlafen.
Ah, welch schöner Morgen. Sehr geil. Und wir wurden von kein aufgefuttert. Wobei ich weiß gar nicht, ob es gerade sowas wie Dungeon Master dürfte es eigentlich oberirdisch gar nicht geben, ne? Dungeon Master geht eigentlich wirklich nur in Höhlen. Es kann natürlich sein, dass er diesen großen Bergkomplex hier auch schon als Höhle definiert. Und dementsprechend da schon welche spawnen könnten. Wobei die spawnen, glaube ich, nur auf Stein. Und da ja hier oberirdisch immer Gras auf den Stein drauf ist, gibt es hier nirgendwo Flächen, wo Dungeon Master spawnen kann. Wenn wir uns das dann natürlich irgendwo reinarbeiten oder da bei solchen, bei solchen Sachen, da könnten Dungeon Master spawnen. Oder wenn wir uns irgendwo in einen Berg reinbauen und eine große Höhle haben, dann könnte da natürlich auch ein Dungeon Master spawnen. Aber hier so auf Grasblöcken dürften die gar nicht spawnen. Dieses Gestocker hier, ey. So, gucken wir mal, ob wir da hinten hochkommen. Wobei es sieht nicht sehr passierbar. Obwohl, doch sieht passierbar aus. Das sagt mir mein altes Jump-in-One-Herz. Es liegt mir quasi im Blut. Wie ist eigentlich unserem Server? Der Server ist immer noch sehr ruhig. Was dazu spricht, dass das hier alles schon generiertes Gebiet ist. Oh ja, hier sieht es sehr gut aus. Problem ist, jetzt weiß ich gar nicht mehr, in welche Richtung wir überhaupt laufen. Laufen wir noch in die Richtung, wo wir losgelaufen sind? Ja, ne? Ich sehe leider auch nicht die Sonne. Naja. So, gehen wir mal hier durch diese Schlucht durch. Und wir fangen schon mal an, langsam an, Ausschau nach neuen Pflanzen zu halten. Wie ist das eigentlich? Wir können auch mal gucken, wir wollten mal gucken, was brauchen wir eigentlich so an Farbe? Dass wir auch mal so ein paar Pflanzen suchen für so Farben. Es gibt ja so ein paar Pflanzen, die man immer mal gebrauchen kann. Hier sind ganz, ganz viele rote Pflanzen. Ich glaube, dann nehme ich direkt mal ein paar mit. Aus denen hier allen Farbe machen, aus denen ja, okay, cool. Schieben wir die mal alle ein bisschen runter hier. Können wir immer mal hier so ein paar Pflanzen einsammeln, wenn wir welche sehen. Kann nicht schaden. Ich sage immer. So, neue Pflanzen. Nennt das ein Schaf? Okay. Oh, Apfelbäume. Oh. Ja, da hinten ist bereits bekanntes Gebiet. Und zwar sogar altes Gebiet. Ja, werden wir also echt noch ein Stück gelaufen müssen hier. Das ist ja armselig. Da unten haben wir ein paar Pflanzen, aber. Alles welche, die wir bereits haben. Nee, da hinten ist mir zu bergig. Ich fliege mal lieber weiter in die Richtung hier. Auch wenn hier fast nur Nadelwald ist und Nadelwald jetzt nicht so viele Pflanzen sind. Aber zumindest wird es hinten wieder grün. Da, 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 da.
Eine lange, lange Tour. Wir wandern durch den Wald. Na gut, gerade eher nicht, gerade eher durch Wüste. So. Ah, okay. Die haben auch blaue Blumen, sehr geil. Wieder was Neues. Gurken, hier, ich sag schon, Kürbis haben wir ja bereits. Auch wenn da die komische Textur da gefehlt hat. So, was gibt's hier? Das hier haben wir bereits, ne? Das ist, also, das ist Rohkolben. Das hatten wir ja früher mal versucht einzupflanzen, hat aber irgendwie nicht funktioniert gehabt, ne? Das ist ja nicht gewachsen, Zeug. Was hat es hier mit... Ich nehme es mal mit, damit wir es im Hinterkopf behalten, dass wir da mal auch mal gucken können, was es damit eigentlich auf sich hat. Aber ist halt auf jeden Fall etwas, was wir schon haben. Und zwar bei uns in der Pflanzenkiste ist das Zeug drin, weil, ja, das Zeug halt nicht gewachsen ist und ich dementsprechend nicht wusste, was wir damit anfangen können. Hier sind erschreckend wenig Pflanzen, also Gemüse, jetzt essbare Sachen. Sind hier erschreckend wenig. Die Frage ist, wo kriegen wir eigentlich Orangen her? Weil Orangen wachsen ja bei Etherwheel zumindest auf Bäumen. Das heißt, dann, also ich meine, das ist ja eigentlich gar nicht Etherwheel. Ich verstehe gar nicht, warum die Etherwheel-Mod hier mit bei ist. Was mache ich hier gerade? Ja, so lange Liste hier. Ist alles später. Uiuiui. Etherwheel. Ja. Etherwheel ist nicht mit bei. Wobei ich auch mir nicht sicher bin, ob die Liste wirklich nach Alphabet sortiert ist. Es hat den Anschein, aber ich weiß nicht, ob es durchgängig ist. Ja, wobei doch. Sieht zumindest so aus. Das heißt, Etherwheel müsste bei E sein. Und hier oben ist nichts mit Etherwheel. Weil es gibt hier Etherwheel-Sachen. Da. Das hier, das hier ist überall Etherwheel. Was war das gerade? Irgendwas hat sich gerade verändert. Leute. Kann sein, dass der Himmel blauer geworden ist? Was? Wartet mal. Also, warte. Das hier ist ja... Boah. Laut. Also, wir sind für mich. Voila. Ach so. Die weiße Schrift ist weggegangen. Ja gut, das, ja. Und dann wird das natürlich mit einmal blauer. Wenn die weiße Schrift weggeht. Das, ja gut. Das, hat mich gerade ein bisschen... Interessant. Weil das Witzige ist, jetzt gibt es ja irgendwie eine Versa-Mod, ne? Ich weiß ja noch, einmal irgendwie bei irgendeiner Folge, wo wir begonnen haben, da standen wir, also ich glaube, wo wir begonnen hatten oder irgendwie später weiter, wo wir am Spawn waren, da war noch einmal richtig eine dicke Wolkenschicht über uns. Und jetzt zum Beispiel ist es relativ ruhig hier. Also scheint wohl irgendwie schon so eine Art Wettermod zu geben. Ich weiß halt nur nicht, ob das eine ist, wo man das als Administrator zum Beispiel beeinflussen kann, was für ein Wetter ist gerade. Ich meine, ich kann da mal kurz gucken hier. Help all.
Nee, hier taucht nämlich die Wettermod gar nicht auf. Das heißt, es scheint eine zu sein, die so im Hintergrund irgendwie agiert. Kill me. Schön. Aber sonst. Wo ist denn hier? Ah, genau, Bild an. Gibt's irgendwas mit Wetter? Wobei Build-in ist ja hier MyTest intern. Wir bräuchten ja MyTest Game intern. Das heißt, gibt aber eben hier gibt es keine Default-Mod oder sowas. Game Commands, es klappt bloß Kill Me. Auch sehr nett. Sehr lebensbejahend. Ansonsten gibt es hier sonst nichts, ne? Weil es gibt auf jeden Fall eine Wettermod. Welcher? Die Frage ist jetzt, was macht die? So, hier sind wieder diese Blaubeeren. Blaubeeren auch schon, diese roten. Diese, wie heißen die Dinger? Ach, Himbeeren. Die haben wir ja. Da hätten sich auch wieder nur Blumen. Ach, voll konnte. Da hätten sie Gurken. Alter. Aber sonst sehe ich hier halt echt wenig. Aber hier ein bisschen orange Farbe, kann auch nicht schaden. Ist aber wieder was Neues. So viele schöne Blumen, ey. Ups. Sowas fehlt vielleicht noch, ne? Könnten wir ja dann bei unserer Base, also bei unserer neuen Base, meine ich jetzt, könnten wir gucken, ob wir da irgendwie so eine Blumenwiese machen. Weil ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, die Blumen verbreiten sich gar nicht mehr von selbst. Das war ja mal früher so ein Ding, dass du, wenn du Blumen hattest, denn automatisch um der Blume herum weitere Blumen gespawnt sind. Also vom gleichen Typ meistens. Das heißt, wenn du sie gemischt aufgestellt hast, hattest du dann auch eine Mischblumenwiese. Aber ich glaube, das ist hier gar nicht mehr so. Zumindest es fällt mir nicht mehr so auf wie früher. Ah, wir haben sie. Die neue Blume. Blackberries. Cool. Eins von drei Sachen geschafft. Yeah. Hier sind die Blaubeeren, die haben wir schon. Die Yummy-Yummy-Dinger. Yummy-Yummy-Yummy. So, wenn wir die ein bisschen voran hier, können wir jetzt zurückpacken hier. Weg damit, Brotkinder, so. Das heißt, wir sind auf jeden Fall schon im neuen in Gebieten, wo die neuen Blumen wachsen. Dann scheint es doch nicht vielleicht so neu zu sein, sondern wir hatten die bisher einfach nur noch nicht. Da oben sind noch mehr. Ich nehme die mir auch mal mit. Danke. Oder das ist jetzt wirklich noch schon neues Gebiet. Kann natürlich sein, ne? Da oben. Ach so, nee, das ist das Zeug, was wir auch schon haben. Genau, das haben wir schon. Alles, was wir bereits haben, esse ich direkt auf. So, weil, ne, Hunger. Außer die Blume hier, die esse ich nicht. Die dürfte nicht so bekömmlich sein, sag ich jetzt mal. So, gehen wir mal weiter in die Richtung da hinten. Mal gucken, was uns dort erwartet. Oh ja, dann das Flachland. Sehr praktisch. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? So, ouch. Ja, ich bin echt gespannt, wo wir Orangen herbekommen. Orangen und Bananen. Da ist hier. Sag schon. Das scharfe Zeug.
an. Chili. Chili, Chili, Chili. Aber wie gesagt, sowohl Apfelsin. Meint er gerade. Sowohl Apfelsin als auch Bananen wachsen in Israel und im echten eigentlich auch auf Bäumen. Aber ich wüsste nicht, dass es hier Orangenbäume oder Bananenbäume gibt. Von daher bin ich echt ein bisschen überfragt, was das angeht. Die Skurken haben wir auch schon. Puh, oh, jetzt kommt ein großer See. Alter, mein Server ist so wenig ausgelastet. Das ist hier alles bereits erkundetes Gebiet. Ah, scheiße. Wir sind also immer noch zu nah am Spawn. Wir könnten da hinten den Berg raufgehen. Guck mal. Hier, jetzt ist wieder so eine richtige Wolkendecke. Wieder richtig bewölkt. Also das ist definitiv eine Wettermod, die das hier macht. Leider kann man damit nicht interagieren. Oder sie zum Beispiel so einstellen, dass es auch regnet oder sowas. Da hinten ist sehr viel Sandgebiet. Ich glaube, wir halten uns mal doch dort. Wobei, das sieht eher wie eine kleine Insel aus. Da hinten ist Festland. Das sieht gut aus. Oh doch, okay. Es ist ein Gebiet. Da fahren wir da hin. Kann man gucken, ob es da irgendwelche Sachen gibt. Aber da sieht erstmal relativ neutral aus. Da sind hinten Sonnenblumen. Das Schöne ist, Sonnenblumen und solche Sachen ist alles Sachen, die durch die Plant Life Mod kommt. Und Plant Life arbeitet nicht mit dem LBM, sondern mit dem ABM. Das heißt, wenn man schon in der Ferne sieht, dass da irgendwelche Blumen sind, wie zum Beispiel Sonnenblumen, dann ist das auf jeden Fall ein Gebiet, wo schon Aktivspieler waren. Und keine neu generierten Gebiete. Weil, wie gesagt, wenn Orte generiert werden, sind sie erstmal ohne Plant Life Sachen. Und erst wenn man dann in der Nähe langläuft und die Sachen dadurch halt aktiv werden, wird dann durch den ABM, durch den Active Block Modifier, werden dann die Sachen vom Plant Life hinzugemacht. Das ist so, wie diese Mod funktioniert. Also, zumindest verhält sie sich so. Der Vorteil dabei ist natürlich, dass auch im Nachhinein noch Pflanzen wachsen können. Das heißt, selbst wenn Gebiete bereits erkundet sind und man zum Beispiel eine Wiese hat, wo man bereits alles abgeerntet hat, wachsen halt trotzdem, wie im echten Leben ja auch, neue Pflanzen dann halt nach irgendwann. Das heißt, was das angeht, können wir wirklich sogar Glück haben, dass wir auch auf Gebiete, die bereits erforscht sind, neuere Blumen haben, wenn die halt einfach nachwachsen irgendwann. Jetzt ist es aber halt so, dass wenn der ABM, ich weiß nicht, ob der ABM seine Gebiete markiert, wo er bereits Plant Life Sachen generiert hat, weil es wird nicht alles neu generiert, jedes Mal, wenn man da langläuft, sondern wenn er einmal diese Sachen generiert hat, dann bleibt er auch ruhig. Dann wachsen halt bloß nochmal hier ein paar Blumen nach, da ein paar Blumen nach oder sowas. Aber so den ganzen großen Kladderadatsch macht er nur einmal. Und dementsprechend muss er sich irgendwie merken, wo er bereits generiert hat. Zumindest wäre es performance-technisch sinnvoll. Er könnte natürlich auch einfach gucken, okay, gibt es in dem Gebiet bereits Sachen, die ich generiert habe. Aber eben, dann müsste er halt das Gebiet analysieren. Und das wäre halt sehr inperformant. Und das ist was Neues, oder? Das sehen wir mal schon auf hier. Ich glaube, das haben wir zwar schon, aber ich glaube auch, dass es was Neues sein könnte. Also etwas, was wir noch nicht haben. Ja, das heißt natürlich auch, dass wir auf jeden Fall unser Gebiet umkrempeln müssen, ne? Wir brauchen neue Beete. Wird schwierig. Das heißt, entweder müssen wir unser Gebiet vergrößern. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, wir sagen, okay,
Manche Sachen von denen, die wir dort haben, haben wir schon ordentlich was. Das hier ist Hanf, ne? Schade, kann ich nicht essen. Wie langweilig. Wir können natürlich auch sagen, okay, die Sachen, wovon wir schon viel haben, da machen wir die Felder frei für neue Sachen. Dass wir quasi rotieren. Oder dritte Möglichkeit ist, wir sagen, okay, wir verschmalern die Gebiete, dass wir pro Feld nicht zwei Sorten haben, sondern drei Sorten haben. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Müsste eine durch drei teilbare Zahl sein, weil wir haben, glaube ich, die Felder sind immer 6x6. Das heißt, wir können sie einfach immer 4x6 machen, dann haben wir vier neue freien. Und ja, dann haben wir mal drei Sorten pro Feld. Also wir haben auf jeden Fall noch Alternativen. Wir müssen nur gucken, für welche wir uns entscheiden. Weil das erste Feld kann nicht immer so scheiße aussehen, wie es jetzt so aussieht. Das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Können wir Chili einfach so essen? Kriegen wir Schaden? Kein Schaden. Wir sind die von der harten Sorte, Digga. Wir können Chili einfach roh essen. Das reinigt den Magen. Zumindest regt es den Magen an. Regt es den Magen an. Das auf jeden Fall. Dead Vanilla haben wir hier. Hm, sehr geil. Ja. Die Frage ist, wie weit müssen wir gehen? Bis wir auf Banane oder Apfelsine stoßen. Die Frage ist, können wir es überhaupt benutzen für irgendwas? Ja, gibt es Smoothie. Ja, und hier gibt es diesen Kuh. Das heißt, das muss die Dinger irgendwo geben. Dinger müssen von der Farming Mod irgendwie implementiert werden. Also ich meine, dass die Sachen im Spiel vorkommen. Also hier vorkommen ist klar, weil ansonsten würde jetzt hier stehen unbekannter Block. So, das heißt, die Sachen gibt es im Spiel. Die Frage ist halt nur, ob sie auch im Spiel, also in der Welt generiert werden oder nicht. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, ob wir überhaupt noch in die richtige Richtung laufen. Nicht, dass das jetzt hier im Kreis laufen. Aber da hinten ist zumindest schon mal bekanntes Gebiet wieder. Das ist natürlich nicht so gut. Wobei, oh, der Prozessor von meinem Laptop geht gerade ein bisschen hoch. Gut, vielleicht auch, weil ich gerade renne. Kann auch sein. Vielleicht haben wir also, oh mein Gott, eine hier. Dix. Gut, ist mittlerweile alles Stuff, der nicht mehr so wertvoll ist. Weil, ja. Haben wir alles mittlerweile. Aber trotzdem cool, Digga. Alles Gold und Mese. Digga, what the fuck? Packen wir mal alles hier. Ich pack's mal hier rein. So. Ja. Oh, es spawnen also doch Gegner. Hab mich schon gewundert, warum es da drin so ruhig war. Hä? Wo sind die denn? Egal. Lassen wir mal einmal einfach mal Mumien sein oder Zombies sein oder was auch immer da kommt. Gut, ich nehme jetzt ein bisschen mehr die Füße in die Hand, weil ich suche jetzt gerade etwas offensichtlich Sehbares, und zwar Orangenbäume und Bananenbäume.
Von daher müssen wir nicht mehr so aufs Kleingedruckte achten und können dementsprechend ein bisschen schneller laufen. Ich will diese Bäume haben. Schön große Wiese hier, by the way. Vielleicht haben wir doch noch Sachen, die wir noch nicht kennen. Das haben wir ja alles, das kennen wir alles. Kann ich springen? Nee, kann ich nicht. Zumindest nicht sicher. Das hier alles so. Das ist alles so nicht so geil hier. Weiße Blumen kann ich haben. Gut, ich glaube, orange Blumen haben wir mittlerweile echt mehr als genug. Ich glaube, der Server muss sich gerade wirklich neu generieren. Weil, ne, man merkt schon, der kommt gerade so ein bisschen in die Knie. Oder es kommt halt daher, dass hier die ganzen Sachen. Also, dass der LBM gerade so extrem eskaliert. Weil er hier alles konvertieren muss. Weil eben generiert ist ja bereits alles. Nur halt. Muss alles umkonvertiert werden. Von uralt in urneu. Was? So, Stamina ist auch aus. Was war's dann also mit dem Rennen? Oh ja, ich glaube jetzt hier, ab hier sind wir mittlerweile wirklich im Gebiet, das neu ist. Denn aktuell ist mein Laptop zu 20% ausgelastet. Sonst pendelt er so um die, naja, 8 bis 12%, sage ich jetzt mal. Also so um die 10% halt. Jetzt gerade ist aber echt am Arbeiten. Gut, würde ich mal sagen, bald mal die Richtung noch ein bisschen bei. Und in der nächsten Folge dann, ja, geht's dann weiter. Bis dann.